Wie arbeitet ein Landtagsabgeordneter? Ja, zunächst einmal mit großer Unterstützung seines Teams, und zwar einmal in Düsseldorf, wo der Landtagsabgeordnete Büro hat, und einmal auch in Unna in seinem Wahlkreisbüro. Was für Termine nimmst du im Wahlkreis wahr? Was für Termine? Unterschiedliche. Ich nehme Bürgertermine wahr, das heißt, Bürgerinnen und Bürger kommen zu mir ins Wahlkreisbüro. Ich besuche Fraktionen, ich besuche Bürgermeister und ich gehe auch in die Stadt wie heute mit meiner Ansprechbaren Unna. Bei welchem Termin warst du zuletzt? Im Wahlkreis hatten wir eine Veranstaltung gemacht, Zugang zum Recht, in der Schwankhalle im ZIP. Gemeinsam mit Expertinnen und Experten haben wir diskutiert, wie können Menschen ihr Recht wahrnehmen. Wann hast du das letzte Mal jemanden in dein Wahlkreisbüro eingeladen? Das muss irgendwann letzte Woche gewesen sein. Ich kann aber sagen, gleich um 9:30 kommt einer, also insoweit heute. Und über welches Thema werdet ihr sprechen? Wir werden über die Frage sprechen, ob Wohnen bezahlbar ist, auch bei uns im Kreis Unna. In welchen Ausschüssen bist du Mitglied? In Düsseldorf bin ich Mitglied im Rechtsausschuss und im Innenausschuss. Dort bin ich auch innenpolitischer Sprecher. Wie häufig tagen die Ausschüsse? Das ist in Düsseldorf meist so alle 2 bis 3 Wochen, wenn wir nicht mal eine Sondersitzung machen eines Ausschusses. Welche Aufgaben hast du als innenpolitischer Sprecher? Ja, die örtliche Zeitung hat mal gesagt, ich bin der Gegenspieler des Innenministers, Herbert Reul. Das ist ein bisschen hochgegriffen, aber trifft den Kern. Wir als SPD-Opposition müssen den Finger in die Wunde darlegen, wo die Regierung und gerade auch der Innenminister Fehler macht. Wie viele Anträge musst du verfassen oder korrigieren? Zum Glück habe ich ein Team, das heißt, ich habe jemanden, der die Anträge macht. Aber zu jeder Innenausschusssitzung haben wir zwischen 5 und 10 Tagesordnungspunkte. Und auch für Plenarsitzungen müssen wir was vorbereiten. Aber nochmal, das macht meist der Referent. Welche politischen Aufgaben fallen im Wahlkreis neben deiner Tätigkeit als Landtagsabgeordneter an? Ja, ich habe noch einige ehrenamtliche Aufgaben. Zum Beispiel bin ich Vorsitzender der Arbeiterwohlfahrt, hier auch im Kreis Unna. Und ich bin auch gleichzeitig noch Kreistagsabgeordneter im Kreistag des Kreises Unna. Und für welche Dinge trittst du in der Kommunalpolitik ein? Ja, zunächst mal grundsätzlich für eine solidarische Stadtgesellschaft. Und da gehören viele Sachen zu. Für mich heißt es, man muss vernünftig wohnen können in dieser Stadt. Wir müssen das Bürgerengagement insoweit stärken in dieser Stadt. Und man muss auch sicher wohnen können in dieser Stadt. Das ist eine gute Kommunalpolitik. Vielen Dank. Ja, vielen Dank.